So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbefehl Livestream 10.12. Es ist 9:02 Uhr und Apple hat gestern nochmal ein neues Allzeithoch gemacht. Ja, bewegt sich damit unabhängig vom Gesamtmarkt. Ich schaue gleich auf der Nasdaq. Wir haben hier eine bullische Auffächerung, eine volle bullische Auffächerung im Übrigen. An der 172 nach oben wäre 182,74 möglich. Das ist der Tagesschart. Gestern hatte ich auch den Monatschart besprochen. Da bestünde sogar noch weiteres Potenzial. Es wird oft dieses Kursziel von $200 genannt für die Apple-Aktie. Das lässt sich jetzt zumindest hier aus dem Tageschart nicht ableiten, sondern wir sind hier jetzt in der potenziellen Wendezone. Zwei Möglichkeiten: bärische Variante, ein 1, 2, 3 Top entsteht. Bullische Variante, ein 1, 2, 3 Top-Muster entsteht, wird aber nicht aktiviert und wird zum Trendfortsetzungsmuster umfunktioniert. Dann könnte es eine neue Auffächerung geben. Die Alternative steht aber auch. Sollte der Nasdaq insbesondere jetzt als Index nicht drehen, da komme ich gleich dazu, bestünde auch die Möglichkeit für so eine Short-Squeeze-artige Bewegung, wie wir sie zum Beispiel auch bei Tesla hatten, wie wir sie bei Nvidia hatten. Das steht ja ein bisschen bei Apple noch aus. Also es das heißt ja nicht, dass bei jeder Aktie es kommen muss, aber wir haben es ja gesehen, dass auch diese großen Large-Cap-Aktien solche Short-Squeeze-Möglichkeiten durchaus, also es hat es gegeben. Und dann ist quasi the sky is the limit. Solche Short-Squeezes und steilen Bewegungen lassen sich dann kurstechnisch zumindest in der Zeitebene Tageschart nicht evaluieren. Aber das Kalkulierbare ist, dass wir jetzt eben volle Auffächerung haben. Potenzial nach oben 182,74, 172,46 in dieser Zone. Aufpassen, was mögliche Trendwenden angeht. Im Moment ist davon aber nichts zu sehen. Das muss abgewartet werden. Der Aufwärtstrend ist mit dem neuen mit dem neuen Rekordhoch intakt. Der Germany 40, oder ich komme zunächst einmal zum NDAQ 100. Also Nasdaq 100, Tech-Index in den USA, hier der CFD auf den NDAQ 100 Cash im 4-Stunden-Kerzenchart. Und da sieht man in Pink dieses Fibonacci-Werkzeug, das eingezeichnet ist an der 16.120-Punkte-Marke. Könnte ein 1, 2, 3 Top entstehen. Sie sind nicht weitergekommen an der 16.356 nach oben. Das ist da diese weiße Linie. Und das ist genau der Punkt 2. Dass er daran scheitert, ist erstmal nicht schlimm. Und das, was wir jetzt sehen im NDAQ, dass er punktgenau die 16.120 getestet hat, ist auch im Sinne eines bullischen Fortsetzung nach oben zulässig. Also, solange er über der 16.120 bleibt, wäre das in Ordnung, weil er klettert ja. Ja, wir haben also einen Impuls zurück, weiterer Impuls. Zurückbewegung, weiterer Impuls müsste jetzt dann, wenn Sie in eine Rallye gehen, ein höheres Hoch generieren. Ja, und diese Geschichte hier, der Tester 16.120, lässt sich auch wieder charttechnisch über ein 1, 2, 3 Muster auswerten. Da sind wir jetzt dann bei der 16.184. Sollte die auf Stundenschlusskurs überschritten werden, kann man sagen, die 16.120 hier unten ist bullisch getestet worden, abgeschlossen worden mit einem 1, 2, 3 Tief, das sich dann wieder nach oben auffächern könnte. Man sieht, die volle Auffächerungszone würde dann eben über den zuvor gemachten Hochs dann auch liegen. Also Bodenbildungs, Ambitionen im NDAQ. Germany 40 hat im Stundenkerzenchart eine Auffächerung gemacht, ist jetzt auch zur 2,61er bei der 5,25 gegangen und läuft es mit dem Gesamtmarkt auch nach oben. Die exponentiell gewichtete 200-Stunden-Linie wird dabei wieder zurückerobert. Wie immer auch hier der Blick auf die vorbörsliche Spanne. Ich habe hier meine Farben ein bisschen geändert, bin jetzt im schwarzen Layout. Deswegen muss ich hier auch ein bisschen meine Farben anpassen. Ist das nicht so sehr nach, dass es auch gut aussieht. Jedenfalls
ist die Signallinie überschritten. Wir sehen einen Rücksetzer an das vorbörsliche Hoch. Und jetzt wird es spannend, ob hier abschließend ein 1, 2, 3 tief entstehen kann. Wenn wir die EMA, SMA Trading Trend Methode uns anschauen, dann wäre ein Halten der EMA 20 hier in Rot. Das hat er jetzt nicht geschafft. Mal gucken, ob gleich der Rebreak kommt. Im Sinne eines Aufrechterhalten dieses Aufwärtstrends zu werten. Wir sehen die rote EMA 20 ist über der SMA 50. Damit sehen wir, dass auch die kleinen Durchschnittslinien hier einen Aufwärtstrend signalisieren. Wir sind jetzt hier im 10-Sekunden-Chart, wohlgemerkt. Aber scheint hier das vorbörsliche Hoch im Moment halten zu wollen. Wer sich hier nochmal einlesen möchte in diese EMA-SMA-Trading-Methode, kann das gerne tun über ein Video, das ich jetzt im Trader-Chat verlinke. Wir sehen bisher kein sauberes Signal für eine Trendfortsetzung. Das sieht jetzt besser aus. Validierungslinie ist jetzt die 5,7534. Solange wir da drüber sind, haben wir einen intakten Aufwärtstrend. Sollte möglichst hier auch die 1 wirklich sauber brechen, nicht sofort wieder zurückfallen. Also Vorsicht. Das sieht eher problematisch aus. Das ist nicht sauber aktiviert. Also wenn Sie jetzt das Tief hier kassieren, wäre kein großes Wunder. Andernfalls besteht nochmal die Möglichkeit für ein sauberes Aktivieren. Nein. Ja, damit bleibt jetzt der neutral, fällt jetzt auch zu weit in die vorbörsliche Spanne wieder zurück. Also Trendaufbau hat nicht funktioniert. Besteht jetzt hier die Möglichkeit für eine Trendfortsetzung nach oben durch die Hintertüre. Wenn die 5,7480 gehalten werden kann, alternativ wäre jetzt ein Bruch dieser Marke gleichbedeutend mit einer Top-Bildung. Nach der EMA-SMA-Trading-Methode wäre das jetzt ein Bestätigen des Aufwärtstrends, wenn die Lunte hier an die rote Linie geht und wieder davon wir ein Abprallen sehen. Das wäre im Kontext von dem 1, 2, 3 jetzt auch trendbestätigend aufwärts. Bärisch wäre jetzt ein Bruch der roten Linie auf Schlusskursbasis und eben ein Schlusskurs unter 5,7480. Also das hier eine spannende Kerze, leicht drunter geblieben, aber Sie haben eben jetzt die rote Linie bullisch getestet gerade, Lunte berührt, sogar leicht durch und dann jetzt die Chance für einen bullischen Druckaufbau inklusive neuer Hochs. Und diese neuen Hochs müssten jetzt optimalerweise auch kommen. Ansonsten besteht hier weiterhin die Möglichkeit, dass
die Hoffnung verlässt und wir nach unten abtauchen. Bayer plus 1,4%. Was ist bei Bayer passiert? Nun, bei Bayer gibt es einen positiven Schiedsspruch aus den USA. Und zwar geht es da um einen juristischen Erfolg, der im kalifornischen San Bernardino erzielt wurde. Da geht es um Glyphosat, wenn man sich denken kann. Das ist jetzt der dritte gerichtliche Erfolg für Bayer. Allerdings gibt es jetzt dann, wie geht es jetzt weiter? Das ist noch nicht der aller Tage Abend, sondern es wird jetzt darum gehen, dass der oberste Gerichtshof, also das Supreme Court in den USA, jetzt sich das anschauen muss, diesen Schiedsspruch, also dieses Urteil aus Kalifornien. Und dann geht es darum, ob sich mindestens vier Richter des Supreme Court dafür aussprechen, die Beschwerde anzunehmen, die Bayer eingelegt hat. Und dann könnte es zu einer mündlichen Verhandlung kommen. Es sollte das angenommen werden und offenbar soll das laut Informationen der Wirtschaftswoche am 13. Dezember soweit sein, dass das Supreme Court darüber abstimmt. Wenn das so sein sollte, dann könnte ein Urteil im Frühjahr 2022 fallen. Und die Chance besteht, dass das Supreme Court sagt, okay, sind so viele Urteile gefallen, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, dann könnte Bayer das endgültig abschütteln, Frühjahr 2022. Nicht schon jetzt, das ist die wichtige Info. Der Tageschart, muss man umschalten, zeigt bisher ein bisschen problematischen Verlauf, weil wir hatten eigentlich eine Bodenbildung gehabt. Und dieser Abverkauf im November bricht diesen Boden. Damit bricht diesen Boden und diese Gegenbewegung ist kein neuer Boden. Das ist erstmal Info Nummer 1. Dann Information Nummer 2 ist, dass die Bodenbildung von September 2011 bis Juli 2012 nicht reaktiviert werden konnte. Da gab es Versuche im Februar 2021 und Mai dieses Jahres. Wenn wir uns jetzt einmal die EMA-SMA-Trading-Methode anschauen, dann gibt es hier mehrere Short-Signale. Einmal hier und fast hier nochmal. Sind nicht ganz an die EMA-20 drangegangen. Aber man sieht, dass hier die Bayer-Aktie im Monatschart von der relativ schnell fallenden EMA-20 gedeckelt wird. Gleichzeitig ist es nicht möglich gewesen, über die 1 des 1-2-3 Tiefs vom Jahr 2012 drüber zu gehen. 57,05 liegt die. Da gibt es keinen Monatsschlusskurs drüber, sondern ein bärisches Bestätigen. Und nach diesem bärischen Bestätigen haben wir jetzt im November einen Schlusskurs auch unter der 2. Das ist das Tief von Juni 2012, sodass das Tief der gesamten Bodenbildung bei 34,80 Euro exponiert ist. Also, bullische Variante, wir brechen die 46,86 und testen nochmal die EMA 20. Bärische Variante, wir hängen jetzt eben mit dem Kurssprung, sieht man, die fährt sich sofort fest an der 46,86, bestätigt die bärisch. Und dann könnte es ein Abrutschen geben auf neue Tiefs. Ja, damit ist jetzt heute der heutige Handel sehr spannend. Man kann hier im Minutenchart sich das auch anschauen. Der Aufwärtsimpuls des Minutencharts wird gehalten.
Ja, EMA20 mit einer Lunte getestet. Also auch im Minutenchart ist hier dieser Rückfall neutral. Es ist hier kein Top entstanden. Es kann natürlich noch eins entstehen. Das muss eben abgewartet werden. Der Germany 40 bricht derweil ja, dann doch durch. Fächert sich hier bärisch auf, hat einen Top ausgebildet. Bis zur 100er sind wir bisher gelaufen. Und wenn wir jetzt hier weiter zur Schwäche neigen, könnte es auch ein Crossover geben der schnelleren EMA20 durch die trägere SMA50. Also, was haben wir bisher gehabt? Wir haben den Versuch gehabt für einen Trendaufbau nach oben. Das konnte nicht sauber gemacht werden, haben einen Trendbruch gehabt, Rückfall wieder in die neutrale Spanne und die ganze Geschichte hier führte zu der Topbildung 574,80 jetzt nach oben. Ein Widerstand, Punkt 1 des Tops, Punkt 2 des Tops liegt bei 15,594. NDAQ schafft es nicht über die 1, Bodenbildung nicht geklappt. Die Info, dass das so ist, könnte dazu führen, dass da Verkäufer sich ansammeln. Uhr heute Verbraucherpreisindex Daten. Sie könnten dann für die kommende Woche, ist ja Mittwoch FED-Sitzung, Donnerstag EZB-Sitzung, Freitag großer Verfall der DAX Futures für Dezember. Ja, so ein bisschen einen Vorgeschmack geben auf das, was nächste Woche kommen könnte. Fed hat ja zuletzt gesagt, Tapering zügiger gestalten zu wollen, weil Inflationsdruck dann doch persistenter als erwartet sein könnte. Also um Inflation zu bekämpfen. Und Gold sieht man jetzt vor allem mal diese rote Linie, die durch die EMA 200 geht. Die rote Linie ist die EMA 20, die durchbricht, macht einen bärischen Schnitt. Von oben nach unten durch die SMA 50 und durch die EMA 200. Gleichzeitig gelingt es nicht, 1787 zu überwinden. Bodenbildung vereitelt damit. Jetzt geht es um 1764. Das ist im Monatskerzenchart der Eintrittspunkt für eine Top-Bildung. Im Moment sieht man, auch wenn man jetzt die EMA-SMA-Trading-Methode betrachtet, dass wir hier bullische Tests hatten. Hier nochmal einen bullischen Test, nochmal einer, nochmal einer, nochmal einer. Und das könnte jetzt im laufenden Monat nochmal einer werden. Also 1753,93. Die EMA-20 im Monatskerzenchart ist interessant. Ein Schlusskurs darunter
würde quasi die ganze Situation gefährden. Müsste abrupt wieder dann nach oben gezogen werden im Januar. Und jetzt ein Schlusskurs unter 1764 würde eben ein 1, 2, 3 Top entstehen lassen. Also im höchsten Maße spannend, finde ich. Auch wenn es jetzt derzeit die Volatilität nicht da ist, fehlt da nicht viel in die eine oder andere Richtung, um hier eine größere Bewegung potenziell loszutreten. Also Gold nach wie vor sehr spannend. Die Termine, die es jetzt noch gibt, eben Inflationsdaten heute und dann nächste Woche, doppelte Zentralbanken und Verfall bei den großen Index-Futures ist durchaus, sage ich mal, so ein Terminbundle, das auch beim Gold Bewegung erzeugen könnte. WTI, ebenfalls hier mit einer bärischen Bestätigung der EMA 20 und Abprall nach unten. Bedeutet, hier könnte übergeordnet ein Abwärtstrend entstehen. Zumal wir im Tageskerzenchart ja auch zuvor eine Topbildung hatten. Und wir jetzt bärisch die 1,61er bestätigen. Ein großes Top gibt es nicht. Ich nehme mal hier diese Zeichnung raus. Ein großes Top gibt es im WTI Cash noch nicht. Im Wochenchart ist das ein neutraler Rücksetzer. Sollte jetzt allerdings die Fahrt nach oben irgendwo stecken bleiben, dann ist das Tief von letzter Woche eben das Wichtige, an dem ein Top entstehen könnte. Das nächste Update wird es geben um 15.15 Uhr mit dem Kollegen Oldenburger. Ich wünsche allen schon mal ein schönes Wochenende und natürlich erstmal auch einen erfolgreichen Handelstag. Heute 14.30 Uhr wichtig, die Inflationsdaten aus den USA. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende.